Eines Tages geht ein Sohn zu seinem Vater und sagte, Vater, was ist mein Leben wert? Der Vater gibt ihm einen Stein und sagt, mein Sohn, wenn du den Wert deines Lebens wissen möchtest, nimm diesen Stein, geh zum Markt und wenn jemand nach dem Preis fragt, gebe keine Antwort und hebe nur zwei Finger hoch. Der Junge geht zum Markt, er wandert herum und plötzlich kommt eine alte Frau auf ihn zu und sagt, hallo, was kostet dieser Stein? Der Junge gab keine Antwort und hob seine zwei Finger. Die Frau sagte, 2 Euro, dann kaufe ich den. Der Junge war überrascht und lief zurück zu seinem Vater und sagte, Vater, auf dem Markt war eine Frau und sie wollte mir 2 Euro für den Stein geben. Der Vater sagte, der nächste Ort, an den ich möchte, dass du gehst, ist das Museum. Und wenn jemand nach dem Preis fragt, sag nichts und erhebe zwei Finger. Der Sohn nahm den Stein und ging zum Museum. Nach 20 Minuten traf er einen Geschäftsmann und er sagte, guten Tag, was kostet dieser Stein? Der Junge sagte nichts und erhob seine zwei Finger. Und der Mann sagte, 200 Euro, ich kaufe den. Der Junge war überrascht und lief schnell nach Hause. Vater, Vater, ein Mann im Museum wollte den Stein für 200 Euro kaufen. Okay, mein Sohn, der letzte Ort, an dem ich möchte, dass du den Stein nimmst, ist ein Edelsteingeschäft. Geh in diesen Laden und wenn dich jemand nach dem Preis fragt, gebe keine Antwort und erhebe deine zwei Finger. So lief der Junge zu diesem Edelsteinladen. Nachdem er es gefunden hat, geht er rein und an der Theke steht ein alter Mann. Und wie der alte Mann den Stein sieht, springt er auf und schreit, oh mein Gott, du hast einen Stein, den ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. Was willst du dafür? Wie viel kostet es? Der Junge sagt kein Wort und erhebt sich zwei Finger. Und der alte Mann sagte, 200.000 Euro, ich nehme es. Der Junge kann es nicht glauben. Er springt auf und rennt zu seinem Vater. Vater, Vater, der alte Mann im Edelsteinladen wollte mir 200.000 Euro geben. Du siehst, mein Sohn, verstehst du jetzt den Wert deines Lebens? Der Wert deines Lebens hängt von dir ab. Du kannst entscheiden, ob du wenig oder viel wert sein möchtest. Und du kannst auch entscheiden, wie du von anderen behandelt werden möchtest und ob du bestimmte Verhaltensweisen zulässt oder nicht. Es gibt einige Menschen, die dich lieben und einige, die dich ausnutzen möchten. Also, es liegt an dir, mein Sohn. Ich hoffe, du wirst die richtige Entscheidung treffen.